So, ich begrüße euch zu unserer nächsten Fahrzeugpräsentation. Ich bin der Marcel vom Autoladen Dresden. Was habe ich euch hier mitgebracht? Und zwar keinen alten Schweden, sondern einen relativ jungen Schweden. Das Fahrzeug ist aus Baujahr 2009 und das Fahrzeug hat erst 75.000 Kilometer circa gelaufen. Im richtig guten Zustand, muss man wirklich so sagen. Also da glänzt wirklich genial. Kaum Steinschlag oder irgendwas vorhanden. Das Fahrzeug ist aufbereitet worden, steht wirklich richtig gut da, wie gesagt. Und das Fahrzeug hat 145 PS, das ist eine 2-Liter-Maschine, Benzin. Und ja, die Amelie, die folgt mir. Ich bin nämlich verkabelt, wie man sieht. Und da kann sie mal das Fahrzeug hier von der Seite filmen. Es muss ja nicht immer BMW, Mercedes oder Audi sein. Es kann auch mal ein schicker Volvo sein. Ich bin das Fahrzeug gerade gefahren, ein paar Meter, und man fährt darin wie, ja, wie eine Sänfte, wird man bewegt, sozusagen. Er hat auch richtig viel Platz drin. Er bringt eine gute Ausstattung mit. Können wir gleich mal reingucken. Im Übrigen, das Fahrzeug, sehe ich gerade, hat Michelin-Bereifung. Das spricht immer auf den Vorbesitzer. Das heißt, wenn man sein Fahrzeug immer pfleglich behandelt hat, dann wird man keine China-Billigreifen montieren, sondern immer irgendwie was Hochwertiges. Und also das, demzufolge kann man ableiten, dass der auch pfleglich mit seinem Auto umgegangen ist, der Vorbesitzer. Im Übrigen zweite Hand, weil wir gerade vom Vorbesitzer sprechen. So, ja, Amelie, du darfst gerne mal hier reinfilmen. Also kaum Gebrauchsspuren vorhanden. Das Leder sieht noch richtig spitzenmäßig aus. Nichts abgegriffen, etc. pp., was man immer so als Gebrauchsspuren erkennt. Ja, wenn man hier übers Lenkrad fasst, alles noch schön griffig. Nichts vertuscht oder irgendwas. Passt. Gehen wir mal hinter, da kann man auch mal die Platzverhältnisse sehen. Also im Übrigen, ich bin 1,85, nee, 1,87 groß und ich habe mir das Fahrzeug gerade hier hingestellt. Also ist immer noch Platz hier hinten. Da kann man sehen, ist jede Menge Platz hier. Auch hier kaum irgendwelche Abnutzungsspuren. Alles schön schick noch. Gehen wir mal zu dem riesigen Kofferraum hinter. Das ist schon wirklich, das macht halt Volvo aus, ne? Dass ein schöner großer Kofferraum dabei ist. Wenn das jetzt mal hier so sieht, also das ist schon sensationell. Hier kriegt man richtig Gepäck rein. Also hier stehen längeren Urlaubsfahrten nach Schweden überhaupt nichts im Wege. So, machen wir wieder zu, das Ganze. PDC ist mit an Bord, vorne, hinten. Und ja, wie man hier schon erkennen kann, also die Silhouette hier, das Profil von dem Fahrzeug, das passt. Also ein echt tolles Fahrzeug. Was sagst du, Amelie, zu dem? Schon für eine Familie zum Beispiel perfekt. Ja, Weil man hat absolut. unglaublich viel Platz und mich überzeugt der Kofferraum. Das muss man wirklich so sagen. Familienfahrzeug, absolut. Ich glaube, da kann jeder Passat einpacken, was auch den Kofferraum anbelangt. Ja, dann komme ich mal wieder hier hin zu der Kamera. Wenn euch das Fahrzeug gefallen hat, kontaktiert uns via Instagram, Facebook, die ganzen sozialen Medien, auf unserer Homepage. Ihr findet dort unsere Telefonnummer. Da können wir zu dem Fahrzeug telefonieren. Wir bieten auch eine Videotelefonie an, gerade in diesen Tagen, wo es nicht ganz einfach ist, mit den Autohäusern in Kontakt zu treten, zumindest persönlich. Es ist natürlich schwierig gerade. Demzufolge bieten wir das an. Da lernen wir uns am Telefon kennen. Wir können alles miteinander besprechen. Wir können eine Zahlungnahme prüfen. Wir können auch die Finanzierung rechnen. Alles miteinander bereden, was es alles noch gibt. Ihr könnt mich löchern im Bauch fragen zu dem Fahrzeug. Ich stehe euch da mit Rat und Tat zur Seite, mit allen Tipps und so weiter. Wir können das Fahrzeug auf die Bühne nehmen, wir können eine Probefahrt machen, wir können letztendlich alles machen. So ist es transparent. Transparenter wäre es nur, wenn ihr hier wärt. Ist momentan nicht möglich, aber so können wir alles miteinander besprechen. Das machen wir auch schon eine ganze Weile so. Und ich habe auch schon viele Fahrzeuge da verkauft und die Rezensionen, die sprechen auch für sich. Ja, ich würde sagen, bleibt gesund. Das ist, glaube ich, in diesen Tagen das Allerbeste, was man sagen kann. Und mich würde es freuen, wenn wir da irgendwie in Kontakt kommen.
Bis dahin. Tschüss vom Autoladen Dresden.